So, hallo, wir machen weiter. Bei The Binding of Isaac. Auch mit Lost stirbt man halt leider schnell. Das musste ich im letzten Part wieder schmerzhaft feststellen. Da muss man durch. Da muss man durch. Da gibt es nichts, was einen auf lange Frist rettet. Das ist einfach so. Das ist einfach, da muss man einfach die Zähne zusammenbeißen. Und da muss man durch. Und wenn man es halt nicht hinkriegt, dann muss man halt besser spielen. So ist es. So, und mit diesen Worten machen wir weiter. Wir hatten echt gute Voraussetzungen. Und ich trauere dem Ganzen natürlich hinterher, denn wir hatten hier die coole Geschichte hier mit der Tür. Und das alles haben wir alles bekommen. Und das hätte wirklich noch ein geiler Run werden können. Ja, leider hat es halt nicht funktioniert. Aber wie gesagt, da muss man durch. So. Ich frage mich gerade, wenn ich die Sachen eh nicht kaufe, könnte ich praktisch ja auch jetzt schon rerollen und gucken, was draus wird, ne? Ja, kann ich. Weil ich lade ja die nächsten Räume eh wieder auf, dann kann ich ihn auch da einsetzen. Und dann könnte man nämlich immer noch überlegen, ist es sinnvoll, was zum Shop zu machen oder nicht. Und wenn man nämlich Pech hat, hat man sowieso wegrerollt und dann ist ja eh egal. So. Na gut. Das war es nicht wert, die Bombe zu setzen. Entschuldigung. So, und jetzt nämlich in den Dings gehen wäre dumm, weil dann ist der Reroll für den Boss nicht mehr möglich. Deswegen tun wir das natürlich nicht. Aber ja, Trisagion, wie gesagt, wenn man wirklich nur so diese zwei Treffer hat mit Lost, ist Trisagion vielleicht, gerade Trisagion in Kombination mit den Tiers, vielleicht nicht die genialste Idee gewesen. Weil man doch dann durch dieses Kreis, durch dieses Rumgekreise hat man halt einfach nichts mehr gesehen. Und das ist schon bitter. Yes! Okay, was war jetzt dieser Erdhaufen da? Was war jetzt dieser Erdhaufen da? War das nicht irgend so ein Kuchen, Brownie, irgendwas? Ich tippe mal Brownie ein. Vielleicht komme ich ja wohin. Yes! Ach, das war der Quatsch. Also es ist kein Quatsch. Es ist eigentlich sogar ganz cool, aber nichts, was ich nutzen würde, solange ich den Eternal D habe. Das können wir jetzt hingegen nutzen. Ist natürlich jetzt auch wieder nicht das genialste Item, aber wir haben halt eh keinen Reroll mehr. Und den Reroll für den Boss habe ich damit jetzt schon hergegeben. Dann sollte sich das zumindest auch für irgendwas gelohnt haben. Ich hasse es, wenn es so anfängt. Oh mein Gott. Ey, das ist so. Aber das ist, was ich meine. Der Lost One muss halt erstmal losgehen. Der Lost One muss erstmal losgehen, bis man dann diese Karte hat. Wenn man dann die Karte mal hat, dann ist eigentlich ziemlich cool. Dann gibt es nämlich echt coole Effekte, wenn man Glück hat. Double Moon. Fragment Card, Double Moon, was ist das? Ach, das ist ein Trinket. Gives you another secret room on each new floor while held. Cool. Okay. Schön. Zeigt aber nicht an, wo er ist, ne? Es gibt einfach nur einen weiteren Secret Room. Das heißt, wir brauchen viele, viele Bomben, um die zu finden. Im besten Fall einfach eine goldene Bombe.
So. Auch hier würde ich direkt sagen, wir rerollen und gucken, was aus den Sachen wird. Da sind schon mal einige Bomben jetzt. Das macht schon mal einen zumindest ziemlich sicher. Bin ich dumm? Oh, Scheiße. Ich habe den Raum vergessen. Oh, come on. Muss mal ganz kurz hier den Laptop hochheben. Der steht gerade ungünstig. So, jetzt. Ja, besser. Nein! Ich krieg keine Aufladung mehr. Ah, ärgerliche Momente. Ja, aber wo soll denn jetzt wieder... Weißt du, das ist jetzt wieder dieses Ding mit den Geheimräumen in der ersten Ebene. Die sind einfach super weird. Ich werde jetzt nicht sprengen mit 3 Bomben. Ich werde jetzt nicht anfangen zu sprengen. Wir können auch hier gucken, weil da ist der blaue Stein mit am Start. Ja, ist in Ordnung. Haben wir zumindest nochmal 2 Bomben rausgeholt. Kann man machen. Ja, aber insgesamt... Ach doch, wir kriegen eine Aufladung, weil wir den Boss besiegen. Alles gut, wir kriegen unser Dings. Oh shit, der macht die Kacke. Oh nein, der wird... Oh, der killt mich. Ja, der killt mich jetzt. Ach, RIP. Ach, RIP. Weil ich für den wieder viel zu ungeduldig bin. Der muss ja nur in meine Nähe kommen, das lila Ding machen und das war's. Okay, er setzt zum Glück ganz selten ein, scheinbar. Der kann es als Kopf, als Körper auch. Ach. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der das als Körper auch kann. Man würde immer so gerne wissen, wohin der Brand noch geführt hätte. Aber ich meine, gut, es war jetzt nicht gerade der Ultra Super One am Anfang. Erwartet und ich habe nichts bekommen. Shit. Ach, ich... Oh nee, ich will schon wieder nicht mehr so einen scheiß Raum. Okay, komm. Das ist das, was ich meine. Der Anfang mit Lost ist so anstrengend. Wir hatten so eine schöne Geschichte letztes Mal, Mann. Ich war so stolz auf meine Idee, den kleinen Schlüsselteil zu rerollen. Und es hat mir das Immaculate Heart gebracht. Also es war schon eine gute Idee, aber im Endeffekt war dann Immaculate Heart plus Trisagion leider
etwas unübersichtlich. Klar, ein guter Spieler hätte das überhaupt nicht gejuckt, aber hey, der bin ich halt nicht. Aha. Oha. War nicht ganz, was ich wollte, aber es ist okay. Yo, ich wollte gerade sagen, more options. Count me in. Da gibt es auch keinen Reroll. Im Gegenteil, den Reroll gibt es jetzt dann nämlich. Erstmal den Kampf schaffen. Das ist jetzt schon wieder ein Scheißkampf mit wenig. Wenn man wenig Damage hat, ist das schon wieder ein Scheißkampf. Weil man nicht an das Viech rankommt. Gott, ich hasse diesen Kampf so sehr. Weil du bist die ganze Zeit beschäftigt, die Fliegen wegzuräumen mit einem geringen Damage, den du hast. Du kommst an ihn einfach überhaupt nicht ran. Und er macht immer mehr Müll. Hey, look at this shit. Jetzt haben wir ihn gut, jetzt haben wir ihn gut, jetzt haben wir ihn gut, jetzt haben wir ihn gut. Nein! Oh, wieso gehe ich da hoch? Wieso gehe ich da hoch? Ah, komm her, komm her, komm her, komm her. Du gehst hier in die Luft. Nein, ich, achso, musst du gar nicht. Ich kann es ja kaputt. Ich bin. Das war ein Moment völliger Lostness einfach. Also das war ja völlig lost. Ich dachte gerade so, ja, ich spreng mich da rein und bin in dem Moment, stehe ich ja schon drin. Und wenn ich drin bin, denke ich noch so, ja, ich will ihn da reinsprengen. Also keine Ahnung, was ich mir manchmal denke für komisches Zeug. Also real talk. Ihr schaut einem ganz komischen Menschen zu. Suicide King? Wie wirkt sich Suicide King auf Lost aus? Nützt mir doch überhaupt nichts. Das ist doch nur, wenn ich Leben habe oder so Quatsch. Also wenn ich Leben habe und in einem Engelraum wäre, wäre das super cool, weil dann würden halt Engelraum-Items gespawnt werden. Aber so würde ich die Tour of Clubs einfach mitnehmen und Suicide King lass mal liegen. Ich werde nicht das Glück haben und noch irgendwie ein Leben-Dings zu bekommen und ich werde jetzt nicht eine Karte die ganze Zeit mit mir rumschleppen, die mir im Endeffekt dann nichts bringt. Weil die halt wirklich nur unter dieser Bedingung funktioniert, dass man eben Dings macht. Dass man ein Leben bekommt. So, was haben wir denn diesmal für ein hübsches Item hier? PhD! Yo, count me again in. Auch mit Lost ist PhD großartig. Ich meine, 2, 3 Pillen sind nutzlos, ne? Aber Tears Up und so gibt's halt trotzdem noch und vor allem gibt's halt keine schlechten Pillen mehr. Also, das ist für mich schon eine gute Geschichte, die ich nicht rerollen würde. So. Schade.
Ach, ich Dummkopf hätte wieder Tour of Clubs. Naja. Können die hier rein? Nee, ne? Ich glaube, hier bin ich safe. Aber wenn, dann würde ich mal in die Mitte gehen. Von da aus kann ich mehr schießen und treffen. Kommen die hier drauf oder nicht? Das ist das, was ich mich frage. Die können springen, das sehe ich. Aber können die wirklich auf die Steine springen so? Das tun sie es nicht. Upp, okay, alles klar. In die Lücke können sie also schon reinspringen, okay. So, aber jetzt, die können es nicht. Mein Gott! Manche Räume dauern einfach gefühlt eine Stunde, ey. Es ist so nervig, es ist so nervig, es ist so effektiv nervig. So. Ich treffe auch halt auch dreimal nicht am Tag, Mensch. So. Jetzt mach dich endlich weg. Mein Gott, was ein furchtbarer Raum. Jetzt kommt wieder halt ein Boss, der schwierig wird, weil wir halt nicht viel Damage machen. Daran ändert sich leider nichts. Aber der ist jetzt eigentlich nicht so schlimm. Damage up. Nichts zum Rerollen. Sehr schön. Und weiter im Programm. Gut. Ich glaube, fast mit Lost ist es auch besser, direkt den Satan-Deal mitzunehmen. Und nicht auf den Engel-Deal zu hoffen. Engel-Deal kann coole Items haben, aber die kann eigentlich Satan-Deal auch haben. Das ist das Ding. Und die Satan-Deal-Dinger kriege ich halt umsonst. Und beim Engel muss ich halt so jetzt, ne... Es kann dann halt zwei Ebenen geben, erstmal ohne Engel und so. Oh shit, holy moly. Es kann halt erstmal zwei Engel geben ohne Deal und. Ja. Ach, Engel ohne Deal meine ich nicht. Ihr wisst, was ich meine. Zwei Ebenen ohne Deal. Das ist dann irgendwie nicht so Sinn der Sache. Gehe ich lieber schön gemütlich. Gehe ich lieber schön gemütlich
glaube, das war auch ein Tears Up mit, ne? Ja. Insofern schon nützlich. Scheiße. Mein Ernst, wieder getroffen zu werden hier. Oh mein Gott! Habt ihr gesehen, wie knapp der war? Ich hätte nicht gedacht, dass der nochmal schießt. Okay. Der Kampf muss jetzt laufen. Aber die kann, die spawnt wieder so viel Kacke. Die spawnt halt wieder so viel Kacke. Ich hab ganz ungünstiges Gefühl. Warum mach dich weg? Okay. Sind doch irgendwelche Sachen hier unterwegs? Außer den Dingern da? Nein. Junge, 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 Junge. War riskant, aber wir haben ein Tears-Up dadurch bekommen. War jetzt aber echt ein hart verdientes Tears-Up. Möchte ich an der Stelle mal sagen. Winket! Stein. Shop. Aber will ich da jetzt rein? Weil ganz ehrlich, ich meine, wenn jetzt Dings auftauchen würde, der Kampf, dann könnte ich wieder Geld holen. Aber so ist es halt eigentlich. Ich habe mal... Ja. Naja, ist jetzt halt wirklich useless gewesen, den Schlüssel dafür zu opfern. Weiß ich, warum ich das mache. Eigentlich war es dumm. Eigentlich war es echt dumm, da reinzugehen. Heal Talk. Das ist schon wieder eine ganz komische Ebene mit Geheimräumen übrigens. Ach, lass mal sein. Okay, den probieren wir. Der hier könnte gut sein. Cooler Raum. Bester Geheimraum. Nice. Ach, ich habe schon wieder keinen Tour of Clubs vorher eingesetzt. Mein Gott, ich hasse es. Ja, diesmal bessere Voraussetzungen, mehr Damage gegen ihn. Das ist ganz schön, ne? So ist dann der Kampf auch angenehmer. Weil halt die Fliegen auch sehr schnell weggehen. Ist aber wieder die Frage, wenn jetzt ein Satan-Deal kommt, dann reroll ich doch nicht das Boss-Item. Dann gucke ich doch erst in den Deal rein. Also vielleicht ist aber das Boss-Item auch gut. Ja, das Boss-Item ist gut. Damage up. Ist zwar auch ein HP up, aber vor allem ist es auch ein Damage up. Insofern nehmen wir das definitiv mit. Ja, da muss ich nicht lange überlegen. Und Leute... Es ist der One, wo ich die Suicide-Karte hab liegen lassen. Ich will nur kurz drauf hinausweisen. Es ist der One, wo ich die Suicide-Karte hab liegen lassen. Ist nicht wahr, ne? Ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Aber wer nimmt die denn... Ach... Ey. Und vor allem die Tour of Clubs, die ich mitgenommen habe, habe ich noch nicht einmal eingesetzt. Ich hätte einen. Okay. Okay, wir haben 9 Leben.
Wir haben 9 Leben. Lol. Ist der Red Key jetzt besser als der Dice? Ja oder nein? Ich kann damit halt richtig viele Räume öffnen und die können cool sein und alles, aber die können mich auch killen und alles. Aber ich würde schon sagen, dass der doch besser ist. Ich reroll doch nicht den Red Key. Also ich hoffe, jetzt seid ihr an mir, jetzt seid ihr auf meiner Seite. Wenn ich sage, das ist gut. Ne? Ich hoffe das, weil sonst weiß ich auch nicht. Rechter Raum. Aber wir brauchen jetzt halt so ein Batterie-Item. Also so ein Batterie-Item wäre jetzt schon super cool. Na, so ein Batterie-Item wäre jetzt schon super cool. Aber na, lol. Und theoretisch kann ich den D6 immer noch für, also für Items auf der Ebene kann ich den D6 immer noch holen. Ne, ist jetzt ja nicht so, dass das jetzt vorbei ist damit. Ich kann mir den jederzeit aus dem Stachelraum rausholen. Du hast jetzt genug gehustet. Aber das mit Suicide King ärgert mich schon wieder böse, ne? Was das an Möglichkeiten gegeben hätte, im Satan-Deal einfach die Suicide King-Karte einzusetzen. Oh, das hätte... Wobei ich gar nicht weiß... Doch, das müsste ja, wenn es Pedestal-Items spawnt und so, kann man die ja direkt einsammeln. Huch. So. Wir probieren es mal. Geht es in die Richtung? Ah, das geht da gar nicht, wenn das so Dings ist. Okay, interessant. Dann probieren wir es mal nach da. LOL! Really? Wie ist denn das jetzt mit Bloody Mary? Killt mich das einfach mit Lost? Sonst wäre Bloody Mary nämlich ein geiles Item, ne? Achso, das heißt nicht Bloody Mary. Jo, wie heißt denn das Viech? Die Challenge dazu hieß Bloody Mary. Wie hieß... Wie heil... Wie heißt das? Blood Oath. At the beginning of each new floor, this item will stab Isaac and reduce your red health down as much as it can without killing you. In exchange, it gives you plus 0,05 speedup and damage. Ach so, ja gut, aber es nimmt ja nur für die Herzen weg. Dann kriege ich ja eh nichts dadurch. Ja, eben, und ansonsten... Ja, nee, ist Müll. Kann ich rerollen? Kann ich rerollen? Kann ich rerollen? Ich kann rerollen, Leute. Ich komme hier ja wieder rein. Der Raum ist ja nicht zu.
kann es ja rerollen. Ich bin klug. Und auch das würde ich wieder rerollen. Oder ist es jetzt... Wait. Der Pakt ist ja auch... Ist der Pakt... Noch mehr? Ach, Damage und Tears up. Nicht nur die Black Hearts. Ja, dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das. Nicht, dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das natürlich. Da habe ich nicht dran gedacht. Okay, cool. Dann würde ich jetzt ganz kurz den Dice wieder aufladen. Und dann zurücklegen. Und wenn wir wieder einen coolen Raum finden, haben wir nochmal einen aufgeladenen Dice. Ace of Hearts, das macht jetzt wahrscheinlich dann eben Herzen aus den Sachen. Also das brauche ich wirklich jetzt überhaupt nicht mehr. So, du kommst wieder mit. Und wir laden dich wieder auf. Leute, das wird jetzt ein verdammt langer Part, weil wir so viel mit dem roten Key probieren werden. Das glaubt ihr gar nicht. Tut mir leid. Roter Key plus Lost ist einfach... Ich muss mich irgendwo... Okay, jetzt krieg ich euch. Aber ich hatte ein bisschen Bammel, dass das mein letzter Raum ist. Bin ich ganz ehrlich. Ich hatte schon wieder ein bisschen Bammel. Und mit dem Red Key, wir müssen ja mit dem Red Key immer diesen super Geheimraum finden, ne? Kann die Blue Map den eigentlich auch anzeigen? Weiß ich gar nicht. Wäre interessant zu wissen. So, was gibt's hier Hübsches? Ja. Grundsätzlich was Nettes, Hübsches gibt's hier. Schmeckt. Und dann könnte ich hier... Ah, hier kann ich gar nicht. Interessant. Hier kann ich nur... Aha. Nach hier kann ich auch nicht. Ich kann nur zur Seite, okay. Okay, interessant, interessant. Oder war das jetzt, weil der gerade eh nicht aufgeladen ist? Hat es so komisch angezeigt. Wenn er jetzt aufgeladen ist, zeigt es dann die anderen Dinger an? Nee, kann man wirklich nur zu der Seite, okay. Interesting. Ah, vielleicht heißt es dann, dass da oben die Map zu Ende ist. Das könnte auch sein. Dann probieren wir mal die... Ah, okay, hier ist auch die Map zu Ende. Aber ich habe halt jetzt die Aufladung, ne? Das ist das Ding. Ich habe halt jetzt die Aufladung. Und ich werde nicht weiterspielen, ohne die Aufladung eingesetzt zu haben. Ach, hier könnte ich. Ja, genau, genau. Hier könnte ich. Oh, lol. Interesting. Kein schlimmer Raum, aber auch kein nützlicher. Okay, hier ist Shop. Okay, jetzt wird auf jeden Fall Tour of Clubs eingesetzt, weil wir gleich uns in das Home sprengen werden. Und das Ding ist, von hier aus könnte man... Na, wobei... Nice.
Ich habe gerade, also ich habe eigentlich, wir gehen da nachher rein, wenn wir den Boss gemacht haben. Weil wir haben ja mittlerweile gelernt, dass ganz komischerweise diese Error, diese Räume so leicht zu einem Errorraum führen manchmal. Und bevor ich hier nicht die Ebene durchgefrühstückt habe, werde ich nicht daran gehen. Werde ich nicht da reingehen, wollte ich sagen. Ja, das war's dann auch schon mit dem Schlüssel. Schade. Nein! Du lässt dich jetzt nicht schon wieder hier von irgendwas erledigen, ne? Kollege. Nürschuh. Isaac. Lost. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt wirklich nicht. Der erste Treffer war in Ordnung. Noch einen kassierst du nicht, sonst ist der Part instant zu Ende. Sag ich dir. Du wirst den Run mit dem roten Key jetzt hier nicht einfach in den Sand setzen. Das wirst du nicht tun. So, da ist jetzt nämlich auch wieder meine schöne Karte. Und den nehmen wir sowieso mit, der ist ganz nett. Und jetzt gehen wir nämlich in den Errorraum. Es führt hundertprozentig, führt das Ding in den Errorraum. Ach so, wir haben ja noch den Raum hier. Plötzlich wirkt der Shop wieder so attraktiv. Oh ja, der Shop wirkt aus anderer... Ja, der Shop wirkt aus anderer Sicht vor allem attraktiv. Ich will aus dem Shop raus in den roten Dings setzen. Die können wieder so komisch spucken, wenn die so Zweierköpfe noch sind. Okay. Gut, gut, gut. Ist in Ordnung. Guter Raum. Noch ein bisschen Upgrades mitgenommen. Alles passt. So. Ah, ja. Nee, wobei... okay, jetzt lese ich es nach. Ob das Ding mit Lost überhaupt was nützt. Habit. When you take damage... When you take damage. Take ich mit dem Holy Mantle Damage? Oder löst sich das Ding jetzt überhaupt nicht aus? Das zählt nicht als Damage, ne? Ihr haut mich jetzt, wenn ich den nehme, aber ich nehme den jetzt. Weil ich es nicht sicher weiß. Scheiß drauf. So, wir gehen nach hier. Normaler roter Raum, aber dahinter könnte halt was sein. LOL. Ist das normal, dass hinterm Shop noch ein Shop kommt? Ist das normal? Sind das die Goldtränen? Gibt es überhaupt Goldtränen? Goldner Barren, was machst du? Ach, Isaac's Touch now petrifies enemies. Vielleicht eher nicht. Aber interessant, dass man dann hier noch einen anderen Shop bekommen kann. Okay. Good to know. So, wir gehen jetzt aber weiter.
Wir gehen jetzt aber weiter. Okay. Und zwar hier rein. Da wollte ich rein. Wenn alles gut geht, was heißt, wenn es gut geht, aber wenn alles so läuft wie bisher, dann komme ich in den Errorraum. Okay, jetzt wird es interessant. Wir haben schon PhD als Dings. Was ist denn, wenn ich die gleichzeitig einsetze? Hä? Was passiert denn dann? Okay, wahrscheinlich zählt das Erste. Musst du jetzt mal ausprobieren. Das musste ich jetzt echt mal ausprobieren, ne? Tschüss, Error. Oh. Fand Error jetzt nicht so lustig. Nee. Ja. Ja. Okay. Ich muss kurz was nachdenken. Haben wir jetzt schon ein Trinket irgendwo abgelegt? Ja, die Schokolade haben wir abgelegt. Alles gut. Alles gut, wir haben die Schokolade abgelegt. Alles ist in Ordnung. Alles ist bestens. Sehr schön. Mal gucken, wie es weitergeht. Noch so ein Raum. Keine Ahnung, was mit Lost schlafen bringen soll, aber hey. Natürlich nix. So, ach halt, da ist noch eins. Und je nachdem, wie viel so Zeug auf der Ebene jetzt noch rumfliegt, werden wir halt mal gucken. Ah, nee, da droppen wir komplett raus. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wollen wir auch nicht. Aber ist in Ordnung. Kann man mitleben. Ach, da unten ist noch eine Fliege. Spinne. Meine ich doch. Schild. Ah, war dumme Reihenfolge, weil der Raum jetzt zwei Aufladungen gibt. Aber hey. Aber es ist der einzige Raum, in den wir reingekonnt hätten. Also es passt schon. Ich musste hier rein. So, gut wäre es, die alle in der Luft kaputt zu machen, weil dann spawnt die keinen Müll. Perfekt. Sehr schön. Shopbesuch ist schon mal eine Geschichte. So, jetzt ist wieder die Frage. Ich meine, wir müssen es eher ausprobieren, so, ne? Ich weiß halt noch nicht, wie der Raum da unten aussehen wird, aber wir haben jetzt die Aufladung und ich würde gerne... Ah, ich wollte gerade sagen, aus dem Geheimraum raus so ein Ding setzen. Und dann setzen wir halt nach hier raus einfach mal eins und gucken, was passiert. Normaler Raum. Ja, wirklich normaler Raum. Auch kein Geheimraum dahinter. Ist okay. Ist in Ordnung. Nicht ganz normaler Raum. Ich weiß nicht, warum ich sie einsammle. Weiß es nicht. Planetarium. Oh mein Gott, nein. Ich gehe nicht in dem Raum drauf. Oh mein Gott. Das wäre es gewesen. Direkt vom Planetarium sterben. Terra! Terra!
Es ist einfach Terra. Sehr geil. Okay. Okay. Es ist einfach Terra. Sehr nice. Achso, da. Das ist ja auch interessant, wenn man hier schon sieht, dass da Türen sind, kann ja praktisch kein Geheimraum mehr sein, ne? Das ist eine interessante Beobachtung. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Und hier geht's gar nicht weiter, oder was? Okay. Auch interessant. Sehr interessant sogar. Okay. Pretty fly. Jetzt reißen wir natürlich erstmal alle Pilze auseinander. Und alle Steine und alles, was wir finden. Yo. Wait, alle Steine. Kann in so einem Ding auch ein Ding sein? Nee, ne? Ich glaube nicht. Sehr geil. Da haben wir schon mal einen, aus dem wir uns dann gleich ein Dings bauen werden, wenn wir den aufgeladen haben. Da ist er auch schon aufgeladen. So, was haben wir denn hier Hübsches? Normaler Raum. Okay. Normaler weiterer Geheimraum, kein Spezialgeheimraum. Gut. Gut, 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 gut. So, was haben wir hier? Speed up. Eigentlich spricht nichts dagegen, ne? Glaube ich, gerade so ein bisschen den Drang, mich rauszuporten. Okay, ich port mich nicht raus. Wenn ich hier sterbe, dann habe ich es verdient. Das war mir fast ein bisschen zu knapp gerade. Yay, 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 yay. Das war mir fast gerade ein bisschen zu knapp. Holy moly. Aber es gilt halt trotzdem. Wenn ich da gestorben wäre, dann hätte ich es verdient. So, es ist... Wir müssen es echt nicht... Ne? Also, wir müssen es echt nicht... übertreiben, was sowas angeht. So, was gibt's jetzt hier zu der Seite? Ach, noch so ein Ding. Ah, nee, doch nicht. Ach so, weil das der Ausgang von dem war. Ah, verstanden. Verstanden, okay. Ja, I see, I see, I see. Ich verstehe, wie die funktionieren. So langsam verstehe ich, glaube ich, wie die funktionieren. Das Coole ist halt, wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, durch Lost verliert man diese A-Plus-Karte nicht mehr. Und jetzt können wir auch die Räume hier mitnehmen. Was ist das denn? Hatten wir bestimmt schon mal. Mikrofriends, okay. Wir werden rausfinden, was es ist. Oh, jetzt ist der Shop natürlich auch relevant. Okay, wir müssen gerade mal testen, ob The Sun den Supergeheimraum aufdecken kann. Kann The Sun den Supergeheimraum aufdecken? 3, 2, 1, go. The Sun. Nö. Kann sie nicht. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, die Leiter werde ich mir sowas von holen.
Aber das jetzt, dass ich mehr Karten tragen kann, ne? Diesmal wirklich. Ja, diesmal wirklich. Diesmal wirklich. So, Satan-Deal-Chance erhöhen. Sehr schön. Okay. So, dann werden wir jetzt gleich wieder testen, was passiert, wenn ich hinter dem Shop Dings mache. Ob da wirklich immer ein zweiter Shop kommt. Denn eine Aufladung bekommen wir noch. Und ich hole natürlich gleich aus dem Planetarium, hole ich gleich die High Priestess. Keine Sorge. Bevor ihr denkt, dass ich dumm bin. Nope, no Goblin, du bleibst, wo du bist. Na, Hierophant ist natürlich nicht, was ich mitnehmen werde. Als zweite Karte. Das ist mir schon bewusst. Okay, Moment. Ich würde aber auch gerne wissen, was passiert, aus dem Planetarium rauszumachen. Ich kann halt nur eins machen. Was soll ich Cheva mitnehmen? Jera ist schon Verdopplung von Dings auf dem Boden, ne? Das ist schon Jera. Double All Pickups, genau. Genau. Ich will wissen, was hinterm Planetarium kommt. Wir probieren es aus. Normaler Raum, okay. Bruder, das war knapp. Bruder, das war knapp und gefährlich. Das war knapp. War eine Batterie im Planetarium? Warte, lass mich mal ganz kurz nochmal kontrollieren, ob da eine Batterie war. Aber das war gerade böse knapp, das hätte mich killen können. Es geht halt trotzdem immer noch mit Dings super schnell. Na, das ändert sich nicht. War ich in der Batterie? Nein. Okay, dann gibt es keine Möglichkeit, hier noch was zu machen. Gut. Dann Abflug. Ach so, wir kämpfen erst. Ja. Ist in Ordnung, wir kämpfen erst. Ich war ein bisschen zu schnell schon mit dem Abflug. Natürlich kämpfen wir erst, gar kein Problem. Boah. Schon kritisch mit den drei Kugeln, wenn man nur zwei Treffer hat. Also offiziell ja eigentlich nur ein Treffer sogar. Ich weiß, ich hätte Cheva, aber... So, was haben wir hier? Stuck in a Loop. Perthrow. Perthrow nehmen wir in den Dings mit. Ganz klar. Joker! Nice. Jetzt nehmen wir erstmal Perthrow mit. Für den Change-Möglichkeit. Dieser rote Ring... Dieser rote Ring ist folgendes. After firing tears for 3 Sekunden, a red cross appears on Isaac's head that upon releasing the fire button creates a black ring which deals a lot of damage to any enemies inside it. The ring deals damage equal to your tear damage rapidly to any enemy in contact with it. Klingt eigentlich schon gut, ne? Würde ich nicht rerollen. Klingt schon gut. Also, klingt besser, als was alles kommen könnte. Ach, das ist das Ding. Ah...
Ich habe das nicht verstanden. Ach, das ist dieses Ding. Das kennen wir ja sogar. Okay. Ich könnte mit Change natürlich jetzt noch in den Shop gehen, aber das will ich eigentlich nicht changen. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir mit? Joker und Change. Achso, wie muss ich das machen jetzt? So, ne? Jetzt passt die Geschichte. Ja. Jetzt passt die Geschichte. Gut, weiter im Programm. Ach so, ich sag die ganze Zeit, es wäre vorbei gewesen. Ich habe ja neun Leben. Ganz vergessen. Ich habe ganz vergessen, dass ich neun Leben habe. Ja, moin. Ich habe wirklich komplett meine Leben vergessen. Kann man auch mal machen. Ich habe die einfach vergessen. Ich habe die einfach vergessen. So. Okay. Mit dir kann ich leider gar nichts anfangen. Deswegen, ciao. Ein Raum und dann können wir schon wieder uns porten. Porten, nicht hier Dings, weißt du schon. So, wohin machen wir den denn jetzt? Ich würde sagen, aus dem Sacrifice Room raus. Könnte doch auch eine gute Idee mal sein. Nee, war keine gute Idee, schade. Also das heißt keine gute Idee, es hat zumindest nichts gebracht, sagen wir es so. Okay. Aber ich wollte halt, bevor wir in den Raum reingehen, wollte ich es machen, weil wir in dem Raum halt wieder unser Dings zurückbekommen. Oh, jetzt kann ich mich natürlich nicht mehr mit ihm verstecken und aus irgendwelchen Steinen rausschießen. Weil sobald ich schieße, mache ich meine Wand kaputt praktisch. Aber damit kann ich leben. Okay, hier sind überall Türen, dann kann hier kein Geheimraum sein. Ist eine schöne Taktik, um Geheimräume auszuschließen, lol. Kommt mir gerade so. Allein den Key zu haben, ist eine schöne Taktik, um Geheimräume auszuschließen. So, wohin porten wir uns denn? Könnten nach überall, könnten wir schon wieder. Gehen wir nach hier oben. Normaler Raum. Normaler kritischer Raum. Eieiei. Okay, das war dieser Raum. Okay, hier ist zwar keine Tür scheinbar, aber auch kein Geheimraum. Hier ist nichts, okay. Ah nee, den wollte ich nicht aufmachen. Oh, noch eine Rune. Solange hier Münzen liegen, kann ich die... Ja, okay, das war schon mit den Münzen. Stabiler Moment. Lenkruhen. Eieiei, jetzt wird sie aber richtig kritisch langsam wieder. Okay, wir haben schon wieder eine Aufladung. Ich würde mal hinterm Itemraum gucken. Ah, das ist dieses Backstep-Ding.
Oder nach da, gucken wir mal. Oha. Meinen, wir haben genug Kohle. Yo! Gar nicht gesehen, dass da so ein Stein war. Denn selbst wenn er jetzt irgendwas Unnützes spawnt, genau, habe ich nämlich Perthrow. Das war nämlich genau der Gedanke. Ja, okay, das ist jetzt auch nicht viel besser. Machst du nochmal Perthrow für mich? LOL! Er hat einfach nochmal Perthrow für mich gemacht. Ja, insane! Oh, Vorsicht vor der Bombe da oben. Gleich mal in die Luft jagen, genau. Nice. Ey, das war ja gerade super Glück, dass der das gemacht hat. Der hätte ich ja niemals mit gerechnet. Dass er so gnädig ist einfach. Müsste ich doch mit dem Schild öffnen können, ne? Interessant, dass hier keine Tür ist für Dings. Okay. Hier ist auch keine. Auch interessant. Wow, 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 Freunde. Hier, ganz langsam. So, wir haben wieder eine Aufladung. Achso, ja, deswegen geht's aus dem Geheimraum nicht raus, weil das ist kein roter Raum, die sind nur am Rand. Schade, ich habe gehofft. Ah, ne, hier kann nichts sein. Die Frage ist, wie viel kommt noch? Ich würde gern aus dem anderen Geheimraum rausgehen, das ist das Ding. Wenn der jetzt gleich kommen würde. Aber das tut er halt nicht. Schwierig. Ah nee, nicht schwierig. Ich habe ja hier eine weitere Aufladung. Alles gut. Ich habe ja hier eine weitere Aufladung. Weiß jetzt nicht, ob ich die Kiste nochmal berühren darf oder nicht. Ah, die ist dann eh weg. Kiste, brave Kiste. Okay. Also ich würde halt gerne wirklich den anderen Geheimraum mitnehmen und von da aus porten. Ja, der kommt jetzt noch nicht, scheinbar. Na gut, dann haben wir halt weniger Aufladung genutzt. Dann ist es jetzt auch nicht mega dramatisch. Der Boss muss gleich kommen. Das kann jetzt nicht mehr ewig weit sein. Das kann jetzt nicht mehr ewig weit sein. Ja, da ist er. Da ist der Raum, den ich gesucht habe. LOL! Hat Consumed the Dings das gerade aufgemacht? Ach nee, meine Schüsse haben das aufgemacht, ne? Nee, das Ding macht den auch auf. Sick. Schade. Nicht, was wir gesucht haben. Aber, jetzt haben wir so viele Münzen, ich würde jetzt auf jeden Fall hier mir ein Batterie-Item holen.
Okay. Gut, ja, weitere Aufladung kriegen wir nicht. Machen wir einen Bosskampf. Double Trouble mit den Viechern, das wird unangenehm. Könnte sein, dass wir hier gleich unser erstes Leben liegen lassen. Bin mir noch nicht sicher. Aber wenn die gleich mit Brimstone-Kacke loslegen oder sowas. Das war knapp. Das war nicht so gut. Hm. Ich muss, darf nicht unter ihm landen. Ich darf nicht unter ihm sein. Das war super knapp. Stapler. Okay, wir haben nichts bekommen, ne? Wir haben kein Dings bekommen. Dann nutze ich jetzt meinen Joker und bringe mich in den Raum. Was ist da denn jetzt am besten? Dreimal Familiar, was ist das denn? Das ist einmal... Nee, das ist nicht My Shadow. Ist das an... Also es ist einmal das Tourette, das ist klar. Also das Tourette-Ding ist eigentlich nicht schlecht. So grundsätzlich, ne? Das Tourette-Ding ist eigentlich grundsätzlich nicht schlecht. Was hier jetzt auch noch am Start ist... Ist... Ach nee! Das ist ein Revive, ne? Das ist gar kein Familiar. Das ist der Dings-Revive, wenn ich... Genau. Das ist Judas Shadow. When you die, you respawn in the previous room as Dark Judas. Aber... Dann habe ich ja keine Möglichkeit mehr Dings zu machen. Das wäre zwar ein Leben mehr... Aber das ist... Nee, das ist ja dann Quatsch. Das ist ja dann Quatsch. Dann ist das Tourette-Baby. Doch, passt schon. Tourette-Baby. Weil Brother Bobby ist Blödsinn. Dann nehmen wir ihn hier mit. Ist jetzt nicht das Genialste, aber ist voll okay. Ist voll okay. Ist voll in Ordnung. So. Sonst ist, ja, ich würde einfach weitergehen. Ganz ehrlich, ich würde jetzt gerade einfach weitergehen wollen. Ich würde jetzt einfach weitergehen wollen. Abflug. Nächste Ebene ist die entscheidende. Mal wieder. Bitte kein Fluch. Boah! Hat man gar nicht gemerkt, dass ich erschrocken bin, ne? Mmh. Mmh, das schmeckt. Das schmeckt, aber will ich es riskieren? Das schmeckt sehr gut, aber will ich es riskieren und wir wieder drauf gehen? Ach so, ich habe ja Leben. Schon wieder! Es ist genau die gleiche Kacke wie vorhin. Ich habe schon wieder überlegt, so von wegen... könnte schief gehen. Ich habe ja 9 Leben. Mein Gott. Ich werde doch nicht mit 9 Leben jetzt... Ne? Ja, scheiße. Die Karte ist aber weg dafür. Meine Karte ist dafür weg. Okay, das ist dumm. Okay, dass die Karte weg ist, ist ärgerlich. Aber, ja, ist jetzt nicht schön, dass ich draufgegangen bin? Ne? Ist jetzt nicht schön, aber gibt jetzt auch Schlimmeres. Sind wir mal ganz ehrlich.
Geht's hier nach da auch? Okay, nach da geht's auch. Da werden wir den nächsten setzen. Da bin ich ein bisschen erschrocken. Du kannst bleiben, wo du bist. Brauchen wir nicht. Ah, alles Müll. Jo, schon wieder so ein Raum. Jetzt muss ich aber böse aufpassen. Jetzt muss ich aber wirklich böse aufpassen, dass ich da nicht versehentlich dann in die Trapdoor laufe, falls da eine kommt. Wieder kein Geheimraum. Da da di da, da da di da. LOL! Das ist ein super freches Bett. Nein, da gehen wir nicht rein. Ciao. Also, das ist ja mal das frechste Bett, was ich jemals gesehen habe. Einfach Stacheln vor dem Bett. Wer will denn da schlafen? Oder wer kann denn da schlafen? Mal so rumgefragt. So, wir müssen aber ganz dringend, wir dürfen nicht vergessen, dass wir The Fool noch finden müssen. Bei allem Spaß, den ich hier mache, ich muss The Fool noch finden. Ganz wichtige Geschichte. Das ist jetzt interessant. Das ist jetzt ultra interessant. Ah, ist das die The Fool oder hab ich richtig hingeguckt? Ne, ist aber Jerry, kann man auch mitnehmen. So, immer noch die Chance für den Deal. Puff. Lol. Okay, sobald wir den Shop gefunden haben, können wir uns das nochmal holen, den Kollegen hier. Da ist schon der Shop. Interesting. So, was haben wir jetzt hier? Wieder kein Geheimraum. Kein Glück mit dem Geheimraum, aber ist okay. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Kampf. Jo, hier geht's ja richtig ab. Ah ne, wir kriegen ja sogar nochmal einen. Aber ich nehme den Ding hier nicht mit. Satz den Radiergummi. Ja, wir erasen jetzt gar nichts. Gib mir meine Schlüssel wieder. So. So, jetzt muss ich die Theorie aber wieder prüfen. Das ist jetzt aber die The Fool-Karte, ne? Yes. So, jetzt muss ich meine Theorie wieder prüfen, ob hinter dem Shop immer so ein Ding ist oder ob das Zufall war. Oh, da ist gar nichts. Da ist gar kein Ding. Hier ist so ein Ding. Nee, okay, das war dann Zufall, dass wir da einen zweiten Shop gefunden haben. Dass hinter dem ersten Shop ein zweiter Shop war.
Also ich verbuche es jetzt mal als Zufall. Vielleicht war es auch kein Zufall, ne? Möglich ist alles. Ich kenne mich nicht aus, ich spiele das Spiel nicht so oft. Alle gleich wieder triggert. So. Ich leg mal die Karte nicht so drauf, weil dann setze ich den Fool nicht versehentlich ein. Karalas brauchen wir überhaupt nicht mehr. Karalas kann man jetzt halt wirklich einfach liegen lassen. So, ich meine, ich bin Karalas. Ich bin das laufende Karalas. So ein Ding ist das. Wäre hier ein... Ja, hier wäre ein roter Raum. Den würde ich dann mal ausprobieren wollen. So, kurzer Check, ob ich die Fool noch dabei habe. Ja. Nicht, dass ich versehentlich was anderes eingesammelt habe. Das ist das Ding. Okay. Dann... Mom. Okay, rote Mom. Ohne Gegner sozusagen. Nur Türen. Wo war das? Wo kam das her? Hat das Auge geschossen? Ja, das Auge schießt. Oh mein Gott, ich muss aufpassen. Ups, aber jetzt sind wir aufgeladen. Ah, den Tod wollte ich eigentlich nicht, ne? Lol, hier ist nochmal so ein Ding. Hier war einfach nochmal so ein Befuhlteil. Ah, ich habe schon Befuhl noch dabei, ne? Ja, okay. Nehmen wir lieber zweimal The Fool mit, ganz ehrlich. Resistance. Resistance. Dann nehmen wir... Jetzt habe ich The Fool und Resistance dabei, ne? Okay, nicht, dass ich hier totalen Müll gleich wieder mache. Gut, dann machen wir es doch so. Dann machen wir es doch so. Ist ja auch in Ordnung. Denn wenn ich einmal getroffen werde, setze ich einfach Resistance ein. Wenn ich gleich wieder den ersten Hit kassiere, aus irgendeinem Grund. Oh, ich hab Consume the Enemy ganz vergessen. So, Karte ist egal. Damage abnehmen wir mit. Aber wie gesagt, es ist an sich egal. Und dann gucken wir mal, was wir hier Hübsches haben. Sind das die normalen? Das sind nicht Schießnägel, ne? Das ist was anderes. Was ist das denn jetzt wieder? The Nail. Temporary Demon. Ach, das ist... Das ist Active. Das ist das Active-Ding. Nee, ich will meinen Red Key behalten. Dann nehme ich den kleinen Delirium mit. Das ist dieses... An sich ist Nail schon geil, aber ich würde lieber den Red Key weiter mit... Wobei, will ich den Red Key über Dings überhaupt mitnehmen? Ja, doch, ein bisschen Red Key machen wir schon noch, ne? Bisschen Red Key machen wir schon noch. So, einen Raum haben wir noch. Oder paar... Weiß gar nicht, was alles noch so kommt. Ach so. Na gut, dann räumen wir dich halt noch weg. Dann kriegen wir aber sogar gar keine weitere Aufladung mehr. Dann hole ich mir jetzt meine Fool-Karte zurück. Komme ich da am schnellsten hin. Wenn ich hier durchgehe, kann ich hier durchgehen? Ja, hier ist offen. Sehr gut.
Die andere war Chariot. Okay, dann machen wir Chariot und Fool. Passt das jetzt? Haben wir jetzt Chariot und Fool? Nein. Haben wir jetzt Chariot und Fool? Ja. Okay. Gut. Ja, das war's. Itemprogramm. Zwei Leben verloren auf der Ebene. Möchte behaupten, vermeidbar. Vermeidbar, aber egal. Drücken wir es einfach mal so aus. Vermeidbar, aber egal. Hallo, Gehenna. Bitte gib mir keinen Raum, der mich einfach komplett beendet. Denn ich weiß, du kannst das. Du kannst das sogar sehr gut. Leider. Leider kannst du das sehr gut. Okay. Du bleibst schön weg. Stabile Truhe. Noch eine stabile Truhe. Treffer versenkt. So, jetzt darf ich gar nicht mehr so viel Geld einsammeln, weil wir gleich voll sind. Ist ja auch chillig. So, aber da ist die nächste Aufladung von Red Key an dem hier. Das mache ich jetzt, weiß ich jetzt schon, dass ich das so machen werde. Muss nur wieder aufgeladen werden. Empress. Cool. Das Ding macht, glaube ich, das Sort macht nur Bomben, ne? Das bringt so ein paar, also bringt mir ein paar Bomben und so Kram. Das war, glaube ich, was ist denn das? Ich glaube, das hat mit Bomben zu tun. Lass mich mal kurz. Ja, es ist Matchbook. Ein Black hat 3 Bomben. Und droppt das eine Trinket. Nee. Das werden wir tatsächlich nicht einsammeln. Brauchen wir halt wirklich, wirklich, wirklich nicht. Oha. Oha! Riesenbatterie. Können wir einsammeln, wenn wir gleich leer sind. Coole Sache. So, hier wollte ich machen, ne? Genau. Sehe überhaupt nichts mehr. Hey, das war interessant. Null. Riesige Batterie. Zack. Doppelaufladung. Okay, wohin ist die Frage? Nach hier. Schade. Alter! Der Tod war böse unnötig. Der Tod war böse unnötig. Imagine, ich hätte einfach keine Leben und das wäre passiert, ey. Boah. Leute, 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 Leute. Imagine, das wäre passiert. Das wäre schon anders dumm. Das wäre schon richtig anders dumm.
So, wo ist denn jetzt mal... Hier ist so ein Ding. Gefunden! Jetzt muss ich auch nichts mehr riskieren, weil ich will eigentlich nicht in diesen Ebenen alle Dinge ablaufen. Ich wollte ja den haben. Den wollte ich... Ich finde es interessant, wie viele Schlüssel-Items einfach da drin immer sind. Sehr nice. Und als nächstes Mal sehen wir ja, was für eine Art Tür aufgeht. Deswegen werde ich nur reingehen, wenn es eine coole Tür ist. Warte, dann nehme ich dich doch glatt mit, ne? Dann nehme ich dich doch glatt mit. Komm, wir haben liegen so viele Dinger rum, dann kann ich auch hier alles mitnehmen. Ach, das will ich jetzt nicht. Oh nein, ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Wird halt auf 2 Pretty Flies, aber... Okay, danke. Es muss irgendwie muss man mich immer aus dem Ding erlösen. Das ist furchtbar. So, wir gucken mal, ob hier ein weiterer Shop aufgeht. Nein, dann gehen wir da auch gar nicht erst rein. Sehe ich am Symbol auf der Karte. Oh boy! Ich glaube, ich sterbe in der Ebene gleich noch. Nein, wir haben es geschafft. Okay, aber das war knapp. War knapp, ich dachte, hier wird gleich nochmal was beendet. Ja, nicht in der Ebene, aber halt in dem Raum. Also es ist schon, ne, es ist schon nach wie vor... Ich meine, gut, ich könnte mich mit dem Rock auch einfach durch die Räume durchräumen. Könnte man eigentlich jetzt wirklich machen, oder? Ja, machen wir jetzt so. Okay. Da müssen wir natürlich nochmal hier... reingehen. Das macht der Kreis nicht auf. Achso, das ist nicht mein Kreis. Das ist mein Kreis. Okay, interessant. Die Loks macht er auf, aber das nicht. Das ist ja wirklich sehr interessant. Oha. Ja, komm. Wir gucken mal, was hier auftaucht. Normale Tür. Dann gehen wir da gar nicht erst rein. Dann gehen wir da gar nicht erst rein. Okay, den Kampf muss ich machen. Ich finde es so kritisch, wie einfach diese Dinger sich lösen können. Eieieiei, aber es passiert halt auch. Okay, dann jetzt können wir allerdings noch ganz kurz den anderen Geheimraum suchen. Ne, hier kann nichts sein, das war Quatsch. Hier. Ja, okay. Da gehen wir noch durch. Gar kein Problem. Wenn es am Ende Müll ist, ist es halt Müll, dann ist auch egal. Wir haben ja kein Eternal D6 mehr. Ja, aber ich habe auch nichts zum Rerollen, so was soll's. Scheiß drauf. Shit drauf. Okay. Wir sind ready. Wir sind zum ersten Mal. Ich möchte es kurz betonen. Wir sind zum allerersten Mal mit Lost auf dem Rückweg. Zum allerersten Mal. Red Keys liegen genug rum, aber ich hätte ja sogar für den Notfall den Red Key selbst. Aber ich werde auf jeden Fall einen Red Key mitnehmen. Sollte ich es irgendwie komplett verpeilen, die Aufladung zu machen. Ne? Sollte ich die Aufladung komplett verpeilen,
Ja, nee. Erst Itemraum. Wir waren noch nicht im Itemraum. Wir waren noch nicht im Itemraum. Der ist jetzt schon Muss. Dann können wir gerne. Dann können wir gerne über den Errorraum hier rauswuseln. Habe ich gar kein Problem mit. Okay, Leute, die Entscheidung ist ja sowas von klar. Wie wirkt sich das denn jetzt aus? Das ist ja insane gut. Das ist ja insane gut. So, Errorraum. Doopidoopidoop, Kuckuck. Das ist ein langweiliger Errorraum. Ach nee, gar kein langweiliger Errorraum. Sehe ich jetzt erst die Kollegen hier. Nee, will ich nicht. Kurz einsammeln und dann wieder weg damit. Und ihr seid ganz schön knausrig, ne? Wisst ihr das? Aber ich brauche nicht mehr so viele Schlüssel. Das ist okay. Nein! Ja, ich wollte ihn noch retten. Aber RIP. Hat nicht mehr funktioniert, ihn noch zu retten. So, dann sprengen wir die Kollegen hier noch. Scheint nichts zu bringen. Okay. Weiter im Programm. Weiter im Programm. Abflug nach oben. So, in den nächsten Ebenen haben wir eigentlich die Itemräume gehabt, ne? Kann jetzt hier, gibt's auf dem Rückweg eigentlich auch noch super Geheimräume? Wahrscheinlich gibt's die gar nicht mehr, oder? Ich mach den jetzt hier mal auf und gucke, was es für eine Art Raum ist, aber wenn ich das so sehe, ist das wahrscheinlich ein ganz normaler Raum. Ja. Kein Raum, in dem ich jetzt sterbe, aber... Halt normaler Raum, okay. So, hier waren wir drin. Genau. So eine Karte wie Devil würde ich natürlich noch fühlen. Muss aber jetzt auch nicht sein. So, wo war eigentlich der erste Crack Key? Wir haben zwei, glaube ich, rumfliegen. In dem Itemraum müssen wir auch schon drin gewesen sein. Huch. Ja, da waren wir auch drin. Links ist wieder aktiv. Das ist normaler Raum. Ja, mit einer Truhe, aber will ich da... Ja, komm. Kann man schon mal riskieren, da rumzulaufen. Chillig. Also es ist natürlich nicht gesagt, dass wir so Dogma besiegen, ne? Das ist ganz klar. Ich darf nicht zwei Hits kassieren und zwei Hits kassieren geht super schnell. Aber ich denke, Tainted Dings werden wir jetzt kriegen. Ich hoffe. Ich wüsste nicht, was jetzt noch schief gehen soll. Gleich kriegen wir unseren Crack Key. Den werde ich schön aufheben. Da ist er. Den werde ich schön aufheben. Anstatt The Fool. Was brauche ich noch The Fool? The Cheerio ist besser. Das kann ich natürlich noch mitnehmen.
hier irgendwo raus? Nee, ne? Nee, hier gibt's keine roten Türen, okay. Hier auch nicht, weil die Dings zu sind. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir hier Dings hatten. Nee, den hatten wir, glaube ich, noch nicht. Huch. Ach doch, den hatten wir auch schon. Okay. Gibt's aus dem Itemraum eine rote Tür? Ja. Aber nichts Nützliches. Okay. Nice. Und ab nach oben. Ich gehe noch kurz so, dass ich The Chariot versehentlich einsetzen würde und nicht Quick Key. Aber ich meine, an sich, jetzt kann ich auch zwei Quick Keys mitnehmen. Lul. Aber Chariot ist noch mein kleiner Notfall. Chariot ist noch mein ganz kleiner Notfall. Sollten wir... Aber wir haben ja Leben. Wir müssen ja nur über Dogma kommen. Wenn wir über Dogma kommen, haben wir bei Beast dann ein paar Leben zur Verfügung. Das kommt ja noch dazu. Boah, ich habe gerade gedacht, ich stehe da ungünstig. Glück ging es gut. So, Aufladung haben wir schon wieder. Scheint nichts Gutes zu sein. Oh, okay, doch. Kann man mitnehmen. Kann man mitnehmen. So, wir müssen noch den Itemraum finden. Auf der Ebene, glaube ich, müssen wir jetzt wirklich den Itemraum finden. Ah, gefunden. Vielleicht, wenn wir wissen, ob wir ihn schon hatten. Ich glaube aber nicht. Nein, den hatten wir tatsächlich noch nicht, siehst du? Ja, kann man mitnehmen. Okay. Jetzt schnell raus. Da gehe ich jetzt wirklich einfach den Weg raus. Ja, perfekt. Weil warum da groß kämpfen? Warum groß kämpfen und ein Leben riskieren, ne? Warum groß kämpfen und ein Leben riskieren? Sehr schön. Okay. Basement 2. Da ist dann auch schon der Itemraum. Du machst einen Abflug. Ja, kann ich einsammeln, aber werde ich nicht nutzen. Sieht auch nicht gut aus. Nee. Schade. Ich glaube, das war der letzte Raum, den wir testen konnten, weil ich denke, wir werden nicht nochmal eine Aufladung zusammenbekommen. Außer, wir kriegen jetzt noch... Außer es dauert jetzt einfach noch 3 Jahre, bis wir zu den Lichtstrahlen kommen. Aber normalerweise ist die Ebene ja hier nicht so groß. Also normalerweise ist die Ebene hier halt echt nicht so groß. Ich würde sogar fast sagen, Chariot ist dann was ich bei Dings einsetzen möchte, oder? Weiß es nicht. Wir werden sehen. Hey, da gehen wir gleich wieder raus. Ciao. Perfekt. Zack. Und die letzte Ebene. Und direkt der Itemraum. Was will ich denn mehr? Alter, Geist und Erde ist einfach eine insane gute Kombination, ne? Ja. Ja, Moment mal. Lasst mich mal nachdenken. Das ist doch... Close down all enemies in the current room. Vor... Ach so, nur für 8 Sekunden. Nee. Dann lassen wir das. So, ich lasse jetzt zur Sicherheit den Crack Key den Dings aufgeladen.
als mit dem Crank-Key noch irgendwas schief laufen sollte. Oh, ja, okay. Wir. Ups. Wollte gerade sagen, wir haben ja noch ein paar Münzen übrig. Das war dann das mit den Münzen auch. Wäre jetzt nur interessant für Dings. Ja, lol, ey. Weißt du schon? Oh, was haben wir denn jetzt hier noch Hübsches? Nee, Bomben haben wir genug. Okay, das war's. Wir haben Tainted Lost. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. Auf geht's. Und die Frage ist halt, werden wir Dogma besiegen? Na, das ist jetzt noch so eine Frage. Schaffen wir mit dem, was wir haben, Dogma? Der letzte Charakter. Wir haben alle Tainted Charaktere. Yes! Es ist nicht sogar das Item, was ich ganz zu Beginn des Parts rerollt habe, weil ich gesagt habe, will ich nicht. Ich glaube, ja. Kann ich jetzt hier eigentlich mit dem Crank-Key noch irgendwo was aufmachen? Gibt es hier noch mehr Räume, die man öffnen kann? So? Interesse halber gefragt. Kann man noch irgendwo lustige Dinge tun? Oder ist das der einzige Ort, wo man Home öffnen kann? Scheint so. Ja, nochmal schlafen, Runde. Nützt mir richtig viel so. Nee, der andere Quad-Key ist nutzlos. Ja, dann kann ich natürlich auch Hangman. Nee, ist ja Schwachsinn. Ich kann halt eh schon fliegen. Das ist halt wirklich Schwachsinn. Okay. That's it. Dann können wir jetzt ja mal testen, ob wir den Crack-Key wirklich nicht einsetzen kann, wenn man praktisch nicht an der Wand ist, wo das funktioniert. Ja, da passiert einfach nichts. Ja, es passiert einfach gar nichts. Juckt den Crack-Key überhaupt nicht, was hier los ist. Cool. Okay. Okay. Dann gucken wir mal, wie Dogma läuft. Ich meine, bei Dogma werde ich jetzt auf jeden Fall Leben liegen lassen. Das schaffe ich jetzt nur mit Glück. Also Dogma werde ich nur mit Glück schaffen. Und guck mal, wie viele Münzen wir einfach übrig haben. Ist doch nicht normal. Eieieiei. Moin. Ey, dieser Anfang, dass man sofort getroffen wird, das ist so kritisch immer. Und so typisch bei mir. Hilfe. Ja, das war das. Das ist halt das Problem. So, hier muss man es halt schaffen. Beim Beast kriegt man die Leben dann dazu. Da wird man nicht rausgeportet. Aber bei Dogma muss man es schaffen. Das ist das Problem. Bringt mir das was? Nein, weil ich nicht schießen kann dabei. Shit. Nee. Ich glaube, Dogma kriegen wir nicht. Ich glaube, für Dogma ist noch zu früh. Mit Lost.
Wenn man einmal die Fernseherphase schafft, kommt man dann beim nächsten Mal direkt wieder hier raus? Wahrscheinlich nicht, ne? Bitte mach mehr davon. Scheiße! Jetzt hat er mich da auch noch getroffen in der Phase. Alter, das ist gerade viel zu nette Dogma-Phase. Es ist viel zu nett gewesen. Oh mein Gott. Aber wir haben nur noch 2 Leben. Das ist viel zu kritisch. Scheiße. Wir haben nur noch 2 Leben. Bräuchte ein paar mehr Leben für den Kram hier. Nein, da ist schon das Ding weg. Scheiße. Ich sehe halt schon wieder nichts. Das Immaculate Heart mit riesigen Tränen ist echt ungünstig, weil man nichts sieht. Ich muss es leider sagen. Man sieht einfach nichts mehr. Also das ist ein echt kleiner Nachteil vom Immaculate Heart, dass man einfach nichts mehr sieht. Kleiner, aber feiner Nachteil. Shit. Ja, okay. Ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Wir haben Tainted Lost. Danke fürs Zuschauen. Ab jetzt können wir alles auf Hard spielen, weil ab jetzt wäre es natürlich sinnvoll, die Sachen auf Hard zu holen. Na, die Tainted-Charaktere kann man auf normal holen, aber ab jetzt sollten wir wieder auf Hard wechseln. Puh. Ah, mein Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.